einen schon. Ja, warte, warte. Ja, ich probier mal. Nein, das ist für deine Challenge, ich probier schon. Gib. Was für meine Challenge? Das ist nur. Wir drehen doch Video, Mann. Oh, Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Wir erfüllen Barkus seinen Lebenswunsch, seinen Traum. Er laugt uns damit schon seit Jahren. Ja, Mann, echt so. Wir hätten das vor 4-5 Jahren machen sollen, dann wären wir jetzt vielleicht erfolgreich gewesen. Aber egal, für Barkus. Ja. Scharfe Soße, kleine Challenge, bisschen so Mois-mäßig. Ich bin Meister, ich stelle die Fragen, Quizmaster, die Jungs. Ja, beantworten dann die Fragen, versuchen die zu beantworten. Hol dein Handy raus, wir machen das so taschenrechnermäßig wie. Ja, ja, genau, wie Mois. Oh mein Gott. Und der Verlierer kriegt eine fette Dosis. Was ist eine fette Dosis? Keine Ahnung, ja, Mann, mehr. Ich probiere das erstmal. Das ist nur für den Vorgespräch. Das ist nur für mich. Warte, labert's doch nicht. Warte. Okay. Ja, man merkt es, also es brennt, merkt man schon. Es ist noch auszuhalten, aber ich kann mir vorstellen, dass eine fettere Dosis schon hart reinhaut. Es verbreitet sich, es kriegt langsam so in den Rachen. Okay. So wie Junkies hier, oder? Ach so. Ja, was? Nur fürs Verständnis, das ist eine Spritze aus einer Druckerpatrone, um Tinten nachzufüllen. Ja, oh mein Gott. Ja, ja. Ich schwör's. Ich schwör's. Okay. So. Wir wollen dir mal glauben. Okay. Was muss man machen? Taschenrechner? Ja, ja, da wo du halt Zahlen eingeben kannst. Der Taschenrechner. Nachdem man eingegeben hat, liegen lassen. Nicht, dass man im Nachhinein da verändert. Nee, ich sehe das schon. Ja, okay. Außerdem passt auf, dass ihr das euch gegenseitig nicht seht. Ja. Kein Abschauen hier. Ich bin streng. Ich bin ehrlicher. Also bei mir kommen keine Cheater rein so durch wie bei Mois so. Ja, okay. Okay, seid ihr soweit? Ja. Erste Frage. Wie viel wog der schwerste Mensch der Welt? Ich hab eine Zahl. Ich hab noch nichts, aber ich muss kurz überlegen. Du hast da nur noch 10 Sekunden. Wenn einer eingibt, dann hast du danach nur noch 10 Sekunden. Echt jetzt? Ja, Mann. Was ist das für eine Regel? Okay, bitte. Standardregel. Okay, dreht's um. Was sagst 320. Du? 320? Was sagst du? 480. 480? Tati ist näher dran. 544. Was? Wie kann das sein? Wie kann man eine halbe Tonne wiegen? What the fuck? Ich dachte, ich hab. Machen wir nach jedem oder der Gesamtverlierer? Wir machen wir Gesamt, weil ich schon echt Killer schaue. Oder? Ist ein bisschen, komm nur ein bisschen. Wie viele Fragen kommen denn? Sagen wir 10 vielleicht. Machen also, wir am Ende. Komm für die erste Frage, nur ein bisschen. Schau mal, du musst beim ersten Mal probieren. Okay, nur mal gar, nur probieren. Hier, schau, das ist ganz wenig. Ja, nein, er macht ein bisschen echt, mehr. Echt wenig. Ja, okay, das reicht schon. Und beim ersten Mal werde ich auch. Beim ersten Mal, wenn ich verliere. Boah. Er kennt es doch schon, er ist es zu Mittag, Mann. Nee, ich mag das zu Würstchen, ein Tropfen zu einer Riesenmenge Ketchup und Curry. Aber wenn die kleine Menge schon so krass ist. Ja, krass. Frage Nummer 2. Die Wiesen. Die Wiesen, ja? Die Wiesen, ja. Das Münchner Oktoberfest gilt als Gaudi-Garant, jedoch nicht für jeden. Wie viele Schritte legt eine Wiesenbedienung im Durchschnitt an jedem Tag des Festes zurück? Im Durchschnitt? Im Durchschnitt an einem Tag. An einem Tag. Boah. Komm mal bei Tatian. 10.000. Da habe ich gewonnen, 35.000. Das sind 15.000. Was? Das kann doch nicht sein. Da, so wie sicher er sich fühlt, hä? Da habe ich gewonnen. Halt doch dein Maul, Alter. Ich schwör's dir. 10.000 Schritte macht ein normaler Mensch, wenn er sportlich aktiv ist. Ja, aber die Bedienung ist doch 7-8 Stunden unterwegs. Ja, aber die haben auch kurze Dinger, Mann. Du kennst dich ja gar nicht aus, Alter. Ich kann nichts machen. Er kennt sich nicht aus. Ja, krass. Er kennt sich nicht aus. 2-0. Scheiße, ist für Kleiden für mich. Bei welchem Wert liegt der Weltrekord im Dauerjodeln? Was meinst du mit Wert? Sekunden? Zeitangabe, ja. Tage, also, Stunden, Minuten. Achso, dass er. Wie lange, ja? Wie lange er am Stück jodelt? Ja, was ist der längste Jodelversuch? Was weiß ich. Ja, was ist die Einheit? Tage, Stunden, Minuten, wer weiß. Achso. Jahrzehnte. Was mit Dauer gemeint? Ohne Essen, ohne Schlaf? What am Stück wahrscheinlich. Ich kann die Einheit hier nicht eintragen. Ich sag's aber gleich. Ja, ja. Ja, ich hab's, hast du? Ich hab auch schon. Ich meine damit Stunden. Ich glaube, es mit den Tagen ist eine Falle, so wie ich Horn kenne. Ich sag 15 Stunden. Ich sag 35 Stunden. Es sind 15 Stunden und 11 Sekunden. Alter! Fast eine Punktlandung. What aber fast, Mann. Heftig. 2-1. Etwa alle 7 Jahre wird der Eiffelturm frisch gestrichen. Dafür sind etwa 60 Tonnen Lack erforderlich. Wie viele Tonnen davon werden bis zum nächsten Anstrich
durch Erosion abgetragen. Ich check grad die Frage nicht, oder? Ich hab's auch nicht verstanden. Also jedes Mal wird der Eiffelturm erneuert, aufgefrischt und dafür braucht man 60 Tonnen Lack. Und wie viel von diesen 60 Tonnen werden durch Erosion verloren gegangen bis zum nächsten Anstrich? Bis zum nächsten Anstrich. Ach so, von diesen 60 Tonnen. Ich hab's auch. Ja, sag. 35 Tonnen. Ich hab 45. Oh mein Gott, es sind genau 45. Alter. Oh mein Gott! Oh mein was Gott! Sind, was Ball sind das für Punktlandungen, Mann? Was passiert hier? Was sind das für Punktlandungen? Beide Schleidelicht, Mann! Okay. Fuck, 3-1. Wie viel Geld warfen Rombesucher im Jahr 2016 in den berühmten Trevi-Brunnen? Ja, das ist für Liebe oder sowas, gell? Liebe beziehungsweise. Ja, das ist so ein Wunschbrunnen halt. Ja, Wunschbrunnen, genau. Glücksbrunnen, Wunschbrunnen. Wie viel? Euro, Geld. Wie viel Euro? 2016, ja. Das war ein gutes Jahr. Pogo ist rausgekommen. Ja, fangen wir bei Tatjan. 15.000 Euro. 15.000 Euro? Alter, ich habe, glaube ich, viel zu hohe Zahl. 1,57 Millionen. Oh mein Gott, es sind 1,4 Millionen. Halt, what the fuck, Alter. Echt gute Schätze am Start. So viel, oder was? Ja, man, echt gute Schätze. Oh, ich dachte, ich habe ein bisschen zu viel gerade. 4-2, oder? Wenn ich richtig zähle. 3-2. 3-2, okay, sorry. Oh mein Gott, sorry. Sorry. Okay. Wie viele Jahre währte die längste bekannte Ehe der Welt? Ah, das habe ich gesehen, Leute. Oh mein Gott, echt jetzt? Das habe ich irgendwo gesehen. Oh mein Gott, Vorteil. Wie viele Jahre ging die längste? Längste Ehe der Welt sozusagen. Wie lange hielt die? Das habe ich irgendwo gesehen, Mann. Die ältesten verheirateten Leute, das war letztens, Mann. Ah, fuck. Ich hab's auch. Wie warst du? Ich habe 97 Jahre. Ich habe 85 Jahre. Es sind 90 Jahre und damit ist Tati näher dran. Oh, 5 Jahre sind näher als 7. Oh mein Gott, ich wollte... Wie glücklich, ey. Ich wollte voll das war echt, bleiben, hab ich leider nicht gesehen. Yes! Okay. 4-2. Nächste Frage. Bei wie vielen Stunden liegt der Weltrekord im Wachbleiben? Also, wie lange ist jemand wach geblieben am Stück? Das habe ich auch schon mal gesehen irgendwo. 132 Stunden. Okay. Ich habe 150 Stunden. Und damit ist Tati wieder näher dran. Yes! Es sind, noch so Jubel zu machen, das provozident hat. Es sind 266. Alter, wie krank kann man sein? Wie viel? 266? 266. Warte, wie viele Tage sind das? Ja, der hatte wahrscheinlich irgendeine Krankheit so. Wie viele Tage? 11 Tage! Alter! Okay. Wie steht's? 5-2, ich kann glaube ich nur bestenfalls noch rausgehen. Also wenn ich jetzt gewinne, habe ich ja eh gewonnen. Also die ja, du hast eh gewonnen, ja. Was? Ich kann noch er kann noch ausgleichen. Ja, nein, wenn ich jetzt, ich sage, wenn ich jetzt, also eine Frage nicht gewonnen. Raus. Okay, nächste Frage. Wie viele Liter Wasser kann ein Kamel in 15 Minuten zu sich nehmen und speichern? Da kenne ich mich auch aus. Ja, aus Tunesien. Ja, Tunesien. Was ist eine tunesische Frage mit Kamelen, Mann? In 15 Minuten. Ja, das ist Match Point, Mann. Match Point. Ja, man entsliden. In 15 Minuten. Ah, das ist schwer. Ich hab's. Oh mein Gott. Tati macht Druck. Ja, ich bin mir nicht... Ja, ich weiß nicht. Das ist... Ja, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Bitte eingeben jetzt. Ja, ich hab's. Okay, Tati. 45 Liter. Ich hab 50 Liter. Und damit ist Bargisch näher! 200! Oh, was? Ja, Mann! Alter, wie krank, was ist das für ein Kamel? Alter, 200 Liter! Das Match lebt noch! 200 Liter? Das ist schon echt faszinierend eigentlich. Das ist echt faszinierend. Ich hab so 20 Liter pro Höcker gerechnet, so ungefähr, Mann. 20 Liter pro Höcker. Ja, leider verrechnet. 5-3. Okay. Fuck. Wie viele Inseln im Mittelmeer gehören zu, grüße genau Sandimi, Griechenland? Was hast du? Ich bin... Sag du zuerst, du bist bei Matchpoint. 12. Alter, wenn ich da jetzt verloren habe, dann bin ich echt schlecht. 250. Ja. Also Bargisch hat auf jeden Fall gewonnen. 3054. Alter. Was? Ja, es ist ja nicht jede Insel bewohnbar und so. Es sind auch kleine so. Ja, die Griechen wollten die Türken Inseln verkaufen, aber Enzo, die Türken haben es dann nicht gekauft. Echt wahre Geschichte. Oh mein Gott. 5-4 oder was? Ja, 5-4. Oh mein Gott. Letzte Frage, entscheidet. Alter. Warte mal. Wenn wir Unentschieden machen, dann müssen wir beide nehmen, gell? Ja, dann kommt eine Masterfrage noch. Da kommt eine Stichfrage. Wir machen beide reinziehen. Wir machen beide was. Michisure aktiviert. Okay. Das ist echt Michisure. Wie viel Zeit pro Jahr verbringt jeder Deutsche im Durchschnitt mit Warten am PC? Im Jahr? Im Jahr, ja. Durchschnitt im Jahr mit Warten. Auf Downloads, auf Webseite, was weiß ich. Ja. Ich hab's auch. Alter, mein Herz, ich bin gerade eins aufgeregt. Ich auch. Sag du zuerst. 6.000 Minuten. Ja, ich habe 6.000 Stunden. Rechnet das mal bitte in Tage um, beide. Aber ich... Der wird schon gewonnen haben. Ich habe 250 Tage, ja. 250 Tage? Ja. Und du? 6.000 Minuten.
geteilt durch 60. Dann hast du die Stunden. Ja. Und dann? Geteilt durch 24. Ja, dann hast du die Tage. Geteilt durch 4,16. 4,1 noch was. Ich habe 250 Tage. 6,5 Tage. Damit hat Tati gewonnen. Alter, du hast Downloads und so alles gesagt auch. Downloads. Ja, nur warten. Durchschnitt mit warten am PC. Ja, da habe ich gleich 50, ich habe was ich gerechnet habe, 15 Minuten am Tag, Alter. Ja. Yes! 250 Tage, das ist drei Viertel des Jahres wartet er. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, er downloadet, während er surft. Ich dachte, surft. Dann wartet er ja gar nicht. Was? Warte, steht in der Frage drin mit Surfen? Du hast verloren? Hast nein, warten, nur warten. Aber warte, Digga, geht nicht, nicht was? Nein, zeig mir kurz die Frage. Oh, ich lese sie, ich habe sie genauso vorgelesen. Okay. Wie viel Zeit pro Jahr verbringt jeder Deutsche im Durchschnitt mit Warten am PC? Aber danach hast du noch hinzugefügt. Nein, hat er nicht. Downloads und so weiter. Mit sehr ehrlich, doch, das hast du gesagt. Mit Warten am PC. Ey, das war echt manipuliert. Ey, ganz ehrlich, Mann, ich war jetzt noch dran. Vier Tage. Downloads tagelang. Warte, Honk, du musst echt ehrlich sein. Du hast es mit Downloads hinzugefügt, obwohl es nicht in der Frage ist. Nein. Nee, das ich finde. Lass dich alle nicht manipulieren, Alter. Nein. Er hat was hinzugefügt, was nicht in der Frage drin ist. Das habe ich bei jeder Frage bisher gemacht. Nein, aber hier hat es extrem verfälscht. Komm, nimm dein Ding jetzt. Nein, willst du nicht fair gewinnen? Ich habe fair gewonnen. Oh mein Gott. Was sind denn 250 Tage, Mann? Weil ich weiß, dass einige Downloads Tage dauern. Und während man downloadet, lässt man den PC an. Aber ich rechne doch mal. Also erstmal der Durchschnittsdeutsche. Nein, rechne das Durchschnittsdeutsche erst okay, mal. Okay, vielleicht bin ich ein bisschen übers Ziel hinaus. Das ist einfach drei Viertel des Jahres, ja, wo du nur wartest. Im Durchschnitt. Und das musst du nicht schlafen, essen, arbeiten gehen. Ja, aber man lässt ja warten, downloaden. Aber da steht ja warten am PC. Okay, mach eine Wiederholung. Ich habe mich durch dieses Downloads krass beeinflussen lassen. Ey, ganz ehrlich, Mann, ich mache jetzt gar keine neue Frage. Leute, schreibt in die Kommentare. Ich habe gewonnen, oder? Ich habe gewonnen. Was ist eine Manipulation von euch? Okay, ich habe verloren, meinetwegen, aber das hat krass manipuliert. Okay, weil ich kenne viele, die pass während auf, den Downloads. Du nimmst ein bisschen viel und ich nehme ein bisschen. Ich habe ja gesagt, bei der ersten Frage, die ich falsch mache, nehme ich fair auch. Sozusagen. Aber du nimmst mehr als ich. Okay, ich nehm, eindeutig. Und ich fange an, okay? Ich nehme erstmal ein bisschen. Okay. Ich sehe nichts. Okay, das reicht schon, oder? Oh, noch ein bisschen mehr, ne? Ja, das ist ja echt gar nichts was. Ich bin ja Araber, Alter. Ja, ich krieg direkt Schluck auf und so. Sehr. Es ist eigentlich eine geile Schärfe. Das sind echt. Das könnte echt geil schmecken, so auf. Habaneros und so. Auf mit Nuggets oder sowas, bisschen Fleisch. Habanero Peppers, Carolina Pepper, ist nichts Künstliches. Geschmacklich ist es echt gut, wirklich. Ja, ja, also es ist nicht also eklig, es ist, ja. Es ist keine ekelhafte oder künstliche aggressive Ekel, Schärfe. Ja. Es ist echt lecker, weil du schmeckst es schon, aber es ist schon scharf. Ich habe jetzt ganz wenig genommen und es ist echt scharf, Mann. Aber du kriegst echt ordentlich, ne? Ja, das Problem ist, ich habe es am Finger und kriegst es dann nicht weg. Hast du noch ein Stück vom... Ich hab schon was da, was du weg... Okay. Er hat doch seine... Ja, mach mehr. Ich habe schon verloren, dann will ich auch ehrlich verlieren. Schon wenn wir das zu 4-5 machen, mach mehr. Echt jetzt? Ja. Wir sind nur drei, es gibt nur uns. Egal. Mach mehr, passt schon. Ja, Alter, ich drück doch die ganze Zeit. Ich bin schon am Limit. Wenn man verliert, dann gescheit. Das ist am Limit. Ich glaube, es ist leer. Oh, ich glaube, da ist nicht mehr drin. Doch, da ist schon, aber das geht. Ach so. Das kann man nicht mal reindrücken. Schau mal. Soll ich dir ein bisschen so drauf tun? Nee. Oh mein Gott! Da schon, Leute. Ich habe verloren und ich nehme die Strafe. Ich werde eins abkacken, aber okay. Puh, ich rieche es bis hierher, Mann. Alter. So ein richtiges Stechen. Oh mein Gott, direkt ja. Schluck auf. Es ist wirklich... Oh mein Gott. Ja, es ist wirklich... Scheiße. Warte, ich muss auch gerade. Aber der bekommt alles hoch. Es ist echt so, als ob man... Oh mein Gott. Hallo, 15 Cheeseburger. Der bekommt auch gerade alles hoch, Mann. Als ob man wirklich so heißes Metall im Mund hat. Hast du... Alter. Jo, das war's. Wir haben Bargisch seinen Lebenstraum erfüllt. Jetzt können wir uns zur Ruhe setzen. Gebt gerne einen Like, einen Kommentar, ein Abo. Mal schauen, was wir sonst noch so für euch am Start haben. Ciao.